Okay, nice. Tut mir leid, erklär mir deine Plattform. Guck doch mal, das bin ich. Krass. Warte, stimmt, oder? Guck mal, das sind meine Haare. Ja? Und sind auch deine Brüste, oder? Ja, doch, kommt hin. Heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mega toll, liebes, saftiges. Nee, gar nicht saftiges, nur ist ja gar nicht. Ich bin nicht saftiges genug, ich wünschte, ich wäre saftiges genug. Ich habe immer nur mit einem Mädchen letzter Zeit aufgenommen, es war saftiges genug. Irgendwie, Anissa ist heute mit dabei. Anissa Duck, was geht? Hallo! Hallo, wie geht's euch, meine lieben Freunde? Ich grüße meine Mama, was geht ab? Hey, sau cool, dass du dabei bist, wirklich. Auch cool, dass du deine Mutter gegrüßt hast. Anni, wir gucken uns heute gemeinsam etwas an, was uns beide minder oder mehr betrifft, und zwar Twitch. Anni ist ja hauptberuflich Twitch-Streamerin und ich bin ja hauptberufliche Missgeburt. Da dachte ich mir, wäre es doch ganz gut, wenn eine Missgeburt sich mit einem Twitch-Streamer zusammentut. Wir werden jetzt erstmal ein paar deutsche Clips anschauen, dann später nochmal ein paar englische. Ich bin einfach mal gespannt, was es für Twitch-Live-Fails so gibt, weil ich war selber bis dato da noch nie so erfolgreich auf Twitch. Aber Anni ist jetzt dabei und ich denke mal, die reißt das raus. Anni, weißt du, wie ein Reaction-Format funktioniert? Wenn du was sagen möchtest, drückst du hier einfach auf Stopp und sagst was Lustiges, dann zoomt die Kamera ran, dann kommt ein kleiner Effekt, dann kommt ein Tusch, dreifacher Salto, Dab, Dab in die Luft und dann geht's weiter mit dem Video, verstehst du? Okay, kann ich da mal Pause drücken, warte? Crazy, das ist ja mega cool. Mega geil. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an bei der ersten Dame. Warte, ich bin nicht ready. Warte mal. Fangen wir einfach an. Ich weiß wirklich nicht, wie den Evoli macht. Gucken wir mal kurz. Was ist denn hier das Highlight? Boah, bin ich erschrocken, Alter. Okay. Was war das denn? Das war ein sau angenehmes Geräusch. So hört sich ein Evoli definitiv, glaube ich, nicht an. Tanzerwort, schön. Meinung zu Kellogg's? ich weiß nicht, Kellogg's hat mir noch nie gesehen. Dieses Dings kann man doch einfach nur genießen, oder? Da, ich weiß nicht, ganz ehrlich, warum ich den Chip so cool finde. Aber. Ich liebe ihn auch einfach. Da kann man sich wirklich einfach in die Hose runterziehen und mal richtig schön einen geilen Abend machen bei so einem Stream. Ich weiß nicht, der Typ ist irgendwie... Ey, wer ist da? Zeig dich! Wie er einfach weiter isst. Er führt den LKW-Fahrer-Lifestyle, Bruder! Alles voll! Ohne Witz, ich habe bei Tanzverbot das Gefühl, Tanzverbot ist wie jeder, nur wenn man es halt nicht zeigt. Wenn ich Wachstum um jeden Preis möchte... Achtung, jetzt geht's los. Also ich in meinem Fall bräuchte Brüste. Bräuchte richtige, fette... So richtig dick. Also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich kurz einwerfen. Ja. Die Leute sagen ja immer, ich glaube, das kannst du auch. Als Frau, Twitch ist es aber... Wer klingelt jetzt? Ich kann nicht, lasst mich in Ruhe! Ich dachte, das wäre meine Klingel. Ich habe mich gerade schon erschrocken. Okay, warte. Gruselig, okay. Also, soll ich weiterreden? Ja, viele Männer sagen ja auf Twitch, als Frau ist es viel einfacher. Man hat so leicht als Frau, wenn man die Brüste in die Kamera hält. Aber ich bin ehrlich, als Kerl, wenn ich mir das als Kerl angucke und eine Frau sitzt da und macht nichts anderes als... und hält ihre Brüste in die Kamera. Ja, da habe ich davon noch kein Entertainment. Da gucke ich mir das nicht an. Wenn ich von irgendetwas sexuelle Befriedigung erwarte, dann gehe ich auf eine Pornoseite und hole mir einen runter. Weißt du, was ich meine? Das ist so invalid, dieses Argument. Vor allem, also man muss auch einfach mal sagen, so die größten Streamer sind Kerle. In Deutschland oder auf global sind einfach Kerle. Ich meine, wenn das doch so wäre, dass alle Frauen direkt ultra richtig, werden richtig. Durch Brüste, dann wären doch alle großen Streamer Weiber. Aber und dann, ich glaube, die Top 50 eben, sind einfach Kerle. Eben. So, tut mir leid. Also, ja, deswegen, also. Wie er geflogen ist, Alter. Ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist schon not bad, so. Echt jetzt? Okay, ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden, deshalb würde ich sagen, gehen wir doch einfach auf eine Twitch-Fail-Compilation. Ich glaube, das ist das Einfachste, Anni, weil ich glaube, das werden wir beide verstehen. Deutschland haben wir durch, da passiert nichts Spannendes. Gehen wir nach Amerika, wo alles geistkrank geschieht. This is where I live. Aha, okay. We're gonna try. Da ist dein Haus. We're gonna try to make... I'm literally... Oh, fuck. Was? Alter. Oh, mein Gott. Der arme Junge. Kennst du diese insane Jump-Sachen? Leute irgendwie so runterspringen, ja. Und so ganz kurz von neben der Kante ins Wasser. Ja. Alter, das war... Glaubst du, er ist tot? Ich musste gerade daran denken. Ich hoffe nicht, weil ich glaube, on-stream sterben ist gegen die Regeln. Dann wird er bestimmt gebannt. Deswegen wäre das bestimmt schade. Ja, yeah, wahrscheinlich. So. Aber warte. Oh, fuck. Wie der das gesagt hat. Oh, das kenne ich. Oh, nein. Oh, das kenne ich, das ist so gut. Okay, this is happening, it's happening. I don't have the strength to push my back up. Oh, okay, wait. Warum lässt er sich nicht einfach fallen? Das ist was? Es ist, du musst weiter gucken, es ist so gut. Tja, Leute, kann euer Stuhl das?
kauf jetzt meinen Stuhl, danke. Alter, das sieht so ultimativ anstrengend aus, war der Arme. Hey, aber man wird sich doch einfach nach vorne werfen können. Er bleibt erstmal stehen und guckt sich das an. Okay. Say happy birthday to my mom, Enza. Happy birthday, Enza. Hope you're having a cunt. Cunt. Bist du ein Cunt? Wir haben einen großen Birthday. Sorry, ruined that. Was? Hä? Ach, das ist diese Streamerin mit Tourette tatsächlich. Oh. Ja, das ist richtig krass. Das habe ich auch schon mal gesehen. Sie hat Tourette und sie hat dann dieser Mutter Happy Birthday gesagt. Oh. Und hat dann gesagt, cunt. Hope you have an awesome cunt. Das wünscht der Mutter auch. Also, hoffentlich hat sie das. Mensch. Krass. From yesterday, because, time went back. So if you nutted in between 1 and 2 a.m. and then the time rolled back, it technically doesn't count. Was? Hä? Warte. Stopp, ging, glaube ich, um die Zeitumstellung, oder? No Nut November. No Nut November und ja. Dann die Zeitumstellung, wenn du zwischen 1 und 2 Uhr dann masturbiert hast, zählt es nicht? Hä? Shit. Was? Bro. Meine Cam ist stehen geblieben. Wann? Why? Wir haben hier... Fucking VR, guck mal, er spielt Billard. Ach du Scheiße. Das und ist die größte Angst bei VR, wa? Was? Back up. Okay. Ja, ich glaube, er ist hingefallen. Ja, moin, Alter. Nathan, are you deaf? Der arme Dude. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Okay. Oh, so sorry. Wie geil ist das Game, bitte? Macht mich das zu einem 10-Jährigen, wenn ich darüber lache so? Keine Ahnung, ich find's trotzdem funny. Lustig war. You're ready now. I'm finally ready. All right, we're ready. Oh, das ist süß. Kind? Ja, ich glaube schon. Don't ruin this game for me. Okay. Fuck you. Fuck you. You're making fucking hands, man. Oh. Mann, der Arme. Und er geht einfach wieder hoch und tut, als wäre nichts gewesen. Ja, moin. Warum nicht, oder? Das bin einfach ich. Good spell. Krass. Wo haben die den Clip her? I think you kinda look like a guy from Jimmy Neutron LMAO see this. Er sieht halt wirklich so aus. Was ist da los? Warum hat sie Handschellen an? Was? Die Magierin. Hä? Nein, die tut sich doch geisteskrank weh, oder? Nein, das ist so ein Entfesselungstrick, die ist Magierin, ich schwöre. Was macht sie denn da? Will sie ihre Beine da durchbekommen? Durch ihre Arme? Geht das? Nein! Das ist ja das Ding! Das ist rein anatomisch nicht möglich! Hallo! Hallo! Ich glaube, du musst dir beide Schultern dafür auskugeln oder irgendwie dein Steißbein verkürzen. Das geht nicht! Hör auf damit! Okay, das macht Sinn. Warum sollten sonst Verbrecher am Rücken gefesselt werden, wenn die so easy die Hände nach vorne holen könnten? Ja, sie könnten sich halt die Arme brechen, aber dann haben sie davon auch nichts, ne? Also ja, man kann auch eigentlich, habe ich mal in einer Detektivserie gesehen, dass man sich nur den Daumen brechen muss und dann aus der Handschelle rauskommen kann, meistens. Bricht sich jetzt live on stream den Daumen. Was macht sie denn? Das kann sie doch nicht ernst meinen, oder? Oh. Hä? Was? Was? Nein! Nein! Niemals! Was? Moment, stopp! No way! Dass das funktioniert hat, das ist unmöglich, oder? Krass! Ist die so eine Art Schlangenfrau? Vielleicht ist sie eine Art Magierin. Alter! Sie kocht? Okay, schauen wir mal. Nein, oh mein Gott. Sie hat es trotzdem gleich bekommen. Ey, warum ist Twitch teilweise so weird? Oh nein. Und das auch noch on stream, Alter. Alter. Okay. Ist das schmerzhaft. On about. Alter. Jo, das war direkt kam so. Mega. Aber warum? Warum der Stuhl? Was hat er gemacht? Seine
meine Tastatur zerbrochen, komplett. Oh, was ist da? Das ist Essensverschwendung. Ist das Teig? Ist das Twitch? Also. Ich. Nice. Tut mir leid, erklär mir deine Plattform. Guck doch, das bin ich. Krass. Warte, stimmt, oder? Guck mal, das sind meine Haare. Ja? Und das sind auch deine Brüste, oder? Ja, doch, kommt hin. Dammer, der PC-Computer-Doktor. Aha. Okay. Gold plate. Oh, shit. Oh, oh Mann, Gott. Der arme Typ. Oh, mein Gott. Eine durchsichtige, goldene. Und dann fällt er damit hin. Oh, Mann. Und schrottet einfach alles kaputt. Der arme. Sie spielt gerade Overwatch. Und ihre Katze hat gepisst. Schmeißt ihre Katze weg, oder? Hat die Katze ja, gemacht? Ich glaube, irgendwas. Hast du diesen Move gesehen? Aber wer macht den? Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, das hier zu beenden. Anni, danke schön fürs dabei sein. Ja, Remi, wir treffen uns dann nächste Woche im Wald und klettern ein paar Bäume hoch. Ich bin bereit. Frohe Weihnachten. Abonniert Anni Sedak auf Twitch, Instagram. Abonniert Revenzeit auf Twitch, auf YouTube. Folgt mir auf Instagram. Lasst ein Like da. Und ein Bye, bye. Abo.